need to calm down. Leute, meine Schwester ist am Bart gewachsen. And that's very embarrassing. Färben wir das mit Lidschatten? Welcome back to New Banger! Today, heute mache ich einen Vlog. Und, ja. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. For real. Ich habe noch so einen großen Pickel. Es fuckt mich einfach ab, diese ganzen Pickel. Ich weiß, auf Kamera sieht meine Haut vielleicht nicht mehr so arg aus, aber mich kotzt das an, Leute. Ich weiß nicht, heute ist so ein komischer Tag. Ich bin heute so komisch aufgestanden. Ich bin aufgestanden und war wütend for literally no reason. Ich war einfach wütend und ich weiß aber nicht, der ganze Tag ist einfach komplett verkackt. Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Und ja, falls euch wundert, ja, ich trage wieder dasselbe Outfit. Ich weiß echt nicht, wie oft ich dieses Outfit schon in Quarantäne getragen habe. Es tut mir so leid, ihr seht mich immer mit demselben Outfit, aber ich habe auch keinen Bock, mich umzuziehen und irgendetwas anderes anzuziehen, weil ich mich in den Sachen voll comfy fühle. Like, I'm sorry, guys. Ich brauche den Bankkleber. Wir brauchen nämlich hier immer Vorrat, period. Ich wollte eigentlich noch so viel erzählen, aber ich habe komplett vergessen. Ich bin voll abgefuckt heute. Ich kann es mir selber nicht erklären, warum. Richtig, richtig komischer Tag heute. Ich weiß echt nicht, wieso. Ich werde diesen Vlog so gut es geht normal... Oh mein Gott, what the fuck is wrong with you, Andrea? Bitte setz dich nochmal hin. Ich werde auch in diesem Vlog Haarfarbe wechseln, because eineinhalb Wochen oder zwei Wochen bin ich schon mit der Haarfarbe. And I think it's time to change. Ja, ich gehe jetzt dann gleich los, frage meine Mutter, ob sie jetzt Bock hat zu gehen, weil sie gesagt eigentlich, dass sie mit mir mitgeht und ja. Ja, jedenfalls wollte ich nur sagen, ich habe meinen Schminktisch aufgeräumt. Also der war voll ausgeräumt, weil mein Schminktisch ist immer ausgeräumt. Das ist keine Neuigkeit. Ich habe jedenfalls meinen Schminktisch aufgeräumt. Das habe ich noch gemacht. Ich habe Bilder bearbeitet. Ich werde heute so ein geiles Bild droppen. Wenn das wieder online ist, dann ist das Bild auch schon gedroppt. Also die Bilder. Geht's abchecken. Folgt mir auf mein Instagram und auf mein Snapchat. Ich werde versuchen, auf Snapchat aktiver zu sein, weil ich da voll unaktiv bin, seitdem mein Handy kaputt ist. Ich war da schon immer unaktiv, aber irgendwie jetzt, wo meine Vorderkamera hier kaputt ist, habe ich Bock, aktiv auf Snapchat zu sein. Ja, war ich mit? Hey, mein Ding. Eieiei. Meine Mutter muss immer übertreiben. Es ist so. Der Typ ist ein Mann. Der nicht gefickt rein. Also Leute, what the hell is this? Ich gehe gleich los. Ich wollte nur sagen, ugly aus. Warte! Immer wenn ich rausgehe, sehe ich hier Leute, die ich kenne. And that's very embarrassing. Oder was ich auch embarrassing finde, ist immer wenn ich geile Jungs sehe oder Leute von der Vergangenheit, mit denen ich nicht mehr befreundet bin, sehe ich aus wie ein Oompa Loompa. Ich sehe nie gut aus. An den Tagen, wo ich gut aussehe, da sehe ich diese Leute einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, das shit is very annoying. Ich sehe nie geile Jungs, wenn ich schlecht aussehe. Doch, wenn ich schlecht aussehe, dann sehe ich geile Jungs. Wenn ich gut aussehe, dann sehe ich keine geilen Jungs. Ich kann nicht flirten, also ich würde dann nicht flirten, wenn ich einen sehen würde. Aber ich denke mir dann immer so, da hat er mich jetzt heute von der besten Seite gesehen. Ah, wie geht's dir, Ponce, Mama? Linda. Wow. Zuerst ein Gäste in meinem YouTube-Video. Weißt du? Leute, das ist mein Vater. Ich habe ja vorhin darüber geredet, dass ich gesagt habe, dass ich es immer voll peinlich finde, wenn ich Leute sehe, die ich kenne. Und ich habe jemanden gesehen, den ich kenne. Es war eigentlich nicht so unangenehm. Ich finde es nur unangenehm bei Leuten, mit denen ich mich fast nicht unterhalte, aber die ich kenne. Und das ist dann voll peinlich, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Also Leute, wir sind jetzt einkaufen. Und wir haben Kommissar Fala, Bella. Leute, da gibt es so eine geile Torte. Ich will mir die jetzt einfach gönnen. Ist das Sauertorte? Aber eigentlich...
hätte ich gerne Donuts. Because they look very good. Ich habe mich dann doch für den Donut entschieden. Keine Ahnung, ob ihr seht, aber ich habe voll Bock auf Donuts gehabt und deswegen. Okay, guys, mein Donut hat delicious geschmeckt. Ich habe jetzt schon mein Bild gedroppt. Wie gesagt, folgt mir auf Insta. Jetzt werde ich einen kurzen Haul machen von den Dingen, die ich gekauft habe. Beginnen wir erstmal mit dem Wasser, was da drin ist. Always drinking water. It's healthy. It's good for your skin. It's good for your body. Drink water. Also das haben wir einfach nur gekauft, weil ich Durst hatte. Deswegen. Das nächste, was ich hier habe, ist ein Spiegel. Ich freue mich über den Unnormal. Weil endlich kann ich mich auch einfach so schminken. Ich kann mich so anschauen und einfach anfangen zu schminken. Ich warte, kann ich auch so Videos drehen? Weil das wäre jetzt voll der Hammer. Warte. Doch, ich kann mich so schminken, Videos drehen. Hallo, how cool is this? Ja, Leute, also ich tue jetzt gerade meine Foundation drauf. Ich freue mich voll. Warte ganz kurz, ich muss es kurz umdrehen. Warte, wait a minute. I need to calm down. Warte kurz. Okay, nein, so wird es nicht funktionieren. Ich muss es mit der Rückseite machen. Applying my foundation or whatever. That's on period. Also, dieser Spiegel ist einfach geil. Geil, geil, geil. Jedenfalls habe ich den von so einem Secondhand-Laden. Und wenn ich in einen Secondhand-Laden gehe, ich bin immer so, ich habe ein offenes Auge. Wenn ich in einen Secondhand-Laden gehe, ich muss immer schauen, ob die Sachen gut sind. Weil es gibt Secondhand-Sachen, die schlecht sind, und es gibt Secondhand-Sachen, die gut sind. Leute, ich will euch mal in die Kommentare fragen, schämt ihr euch in so Secondhand-Laden zu gehen oder findet ihr das voll cool? Ich liebe Flohmärkte und solche Secondhand-Laden. I love it. It's so cool. Vor allem, es gibt manchmal so geile Sachen wie zum Beispiel dieser Spiegel. Ich bin gerade voll dankbar, weil ich hatte, glaube ich, schon mal so einen ähnlichen. Der ist aber kaputt gegangen, weil ich den bei, wie heißt er nochmal? Sostren Journey? I don't know. Es wird so geil sein, damit Videos zu drehen. Ich sehe mich schon. Endlich muss ich nicht diesen Minispiegel immer halten. Das war so annoying. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ich habe hier eine Powerbank. Ist es nicht richtig, richtig geil? Also ich weiß noch nicht richtig, wie das funktioniert. Oh, geil! Das kann man anmachen. Leute, wie geil. Hallo? Und was macht das jetzt, wenn es an ist? Okay, ich muss es noch, glaube ich... Hä, ist das eine Taschenlampe? Leuchtet das? Leute, ich habe noch keinen Plan. Ich glaube, ich muss das Ding erstmal für mich entdecken. Ich kann gleich mal ausprobieren, ob es funktioniert. Das ist ja voll geil. Dann kann ich einfach Videos schneiden und so. Das nächste, was ich hier habe, ist... Wimpernkleber! Ich habe so einen Vorrat gekauft. Ich werde es jetzt erstmal zeigen. Ich habe zuerst den von Catrice. Ich werde den gleich da reinmachen, wo ich meine Wimpernkleber reintue. Jedenfalls, es ist der... Hashtag No-Werbung. Ich habe eigentlich jetzt schon vor kurzem eingekauft, wie ihr wisst, aber Vorrat und so. Ich habe mir vor kurzem einen von Kiss gekauft, weil ich den einfach mal probieren wollte. Jetzt habe ich hier schon mal 3 Wimpernkleber, aber es wird noch mehr. Dann habe ich hier noch einen von Kiss, aber in schwarz, weil ich schon immer schwarzen Wimpernkleber probieren wollte. Dieser Kleber hat 6 Euro gekostet und ich weiß, ich habe gesagt, ich bin schon cheap, mir das zu kaufen, aber ich will einfach Vorrat haben, dass ich mir keinen mehr kaufen muss. Diese Wimpernkleber, die werden mir literally für so lange reichen. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wie lange. Jedenfalls, den habe ich noch in schwarz. Hashtag nur Werbung, again. Hashtag nur Werbung für all die Sachen, die habe ich selber mit meinem Geld gekauft, okay? Jetzt haben wir schon 4 hier drinnen, 4 kleine Babys. Und jetzt kommt... Ich habe den Duo-Kleber für 10 fucking Euro gekauft. Oh mein Gott, Leute. Es hat mir mein Herz gebrochen, das zu kaufen. Aber ich dachte mir so, André, you gotta do what you gotta do. Und hier ist er, der Duo-Kleber, der legendäre. Ich bin so excited, Leute. Ich bin einfach so excited, wieder mit Make-up zu spielen. Es hat so ein bisschen mein Herz wieder geheilt, weil ich habe es einfach gebraucht. Ich habe mir so lange kein Make-up mehr gekauft oder irgendwas, was überhaupt mit Make-up richtig zu tun hatte. Und jetzt das zu kaufen, war so wie etwas, was einfach... Mein Herz hat das einfach gebraucht. Und jetzt habe ich einfach 5 fucking Wimpernkleber. Like, da habe ich noch was drinnen? Nein. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. And yeah, I'm kinda hungry. Deswegen werde ich noch essen. Ist eh gut, wenn ich hungrig bin. Wisst ihr warum? Weil ich bin so selten hungrig. YOLO! Ich bin gerade vorher stand darüber, dass ich das Wort gesagt habe, weil ich das Wort vor langem nicht mehr gesagt habe. Und ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich das Wort gesagt habe. Ich finde das gerade so crazy. Und ja, was soll ich jetzt machen? Ich werde es meinen Geschwistern zeigen, weil ich es gekauft habe, weil die wollten es sehen. Und ich habe es denen vorher nicht gezeigt. Because I didn't have time. Wir sehen uns dann. Ich bin ein bisschen hier zu overloaded. Ich werde jetzt auch mal die Powerbank ausprobieren. Ja, ich probiere es mal aus. Oh mein Gott, ich kann hier sogar 2 Handys laden. Was für eine geile Powerbank ist das bitte davor?
Lade das. It's charging! So! Und das ist, wie viel Akku die Powerbank hat. Diese Powerbank ist einfach geil as fuck. Also ich liebe es jetzt schon. Like, period. Love it. Ich werde jetzt viben und ich werde mich jetzt um meine Haare kümmern. Bald hat meine kleine Schwester Monika Geburtstag, dieses Cutie Pie. Ich höre jetzt auf hier zu reden, André. It's enough. Wir sehen uns dann. Ich habe mich heute den ganzen Tag nicht gemeldet, weil ich mich darum gekümmert habe, diese Haare hier zu machen. Es war so anstrengend. And I'm finished. And I'm so freaking happy about it. Ich wollte heute ein Video drehen und ich denke, daraus wird einfach nichts werden. Deswegen werde ich morgen ein Video drehen. Ich wollte eigentlich auch noch morgen live gehen, aber ich denke, das wird auch nichts werden. Wir gehen immer so in der Nacht so live, damit wir so mit den Leuten reden können. Ich möchte dann nicht, weil Monika hat Geburtstag am 3. Mai. Ich möchte dann nicht an ihrem Geburtstag müde sein, weil ich möchte wirklich das unternehmen, worauf sie Bock hat und nicht müde sein und keinen Bock drauf haben. Und deswegen werde ich einfach kein Livestream machen, weil Livestreams sind echt anstrengend. Like, for real, vor allem wenn du so Livestreams machst, wo du mit anderen Leuten redest. So, yeah, ich habe heute nichts Besonderes gemacht. Ich habe neue Sachen gemacht, ich habe gegessen. Ich habe diese Serie von James Charles geguckt, Instant Influencer. Die Serie ist geil, AF. Ich empfehle so, ist es gratis auf YouTube. Ein Video ist gerade online gegangen. Warum vlogge ich eigentlich ständig hier? Leute, meine Schwester ist am Bart gewachsen. Ja, gut, gut, gut. Das soll ich am Anfang machen. Leute, ich habe voll viel gestern gevloggt und ich überlege gerade, ob ich diesen Vlog jetzt einfach jetzt schneiden soll und beenden soll. Und dann habe ich morgen genug Speicher, um Videos zu drehen und dann den Vlog für meine Schwester Geburtstag anzufangen. Weil ich möchte so hineinvloggen in meine Schwester Geburtstag. Ich vlogge nur noch den restlichen Tag, egal ob ich jetzt noch so Basic-Sachen mache. Ich werde dann versuchen, irgendwas Interessantes zu machen. Dann würde ich sagen, beende ich diesen Vlog, denn dann kommt der andere Vlog. Färben wir das mit Lidschatten? Yay! Okay, Leute, damit wir, jetzt machen wir das Interessante in meinem Vlog. Was willst du? Rainbow. Rainbow, okay. So hier blau und dann hier rot. Einfach irgendeins. So, hier ist meine Lidschattenpalette. Wir werden jetzt einfach ihren Bart färben. Okay. Sie beginnt Rainbow nochmal. Ich habe das auch voll gewusst, aber ich habe es vergessen. Rot. Ah ja, okay, ich beginne einfach mit Rot, egal. Ja. Ah, it's working! So cool. Vielleicht Concealer zuerst machen und dann, aber das wird dann. Ja, nicht. Ich hab's gesehen auf TikTok. Gell, weil die machen das auch zuerst mit. Die gehen zuerst Concealer. Ja, aber es funktioniert voll gut. Lassen wir es einfach so, weil es funktioniert voll gut. Ja, Concealer macht eine. Oh ja! Es funktioniert Concealer voll, Concealer macht nur Verschwendung. Gell? Es fühlt sich sehr angenehm an, Leute. Richtig, doch. Ja, wirklich. Ist der Bart nicht unangenehm? Nein, gar nicht. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob das orange wird, aber ich gebe einfach mein Bestes. Ah! Was ist das? Was ist los? Schauen, das sah aus wie ein Pickel. Ah, mach's nicht kaputt, mach's nicht kaputt. Okay, ich mach nicht kaputt. Ah! So fällt schon ein Pickel aus. Was war das? Das war ein Pickel. Ah! Was ist da ist was rausgekommen. Ja, das kommt bei Pickel raus, you dumb bitch. Aber hat sich so geöffnet. Ja, das wir färben ihr Bart. Ich will auch Bart färben, komm. Okay, warte, kannst du, ich mach das, Patricia. Ich will lila, wir gehen wieder auf lila. Sie machen ein Rainbow. So an. Zeig mal dein Rainbow Bart. Also das ist ein Rainbow Bart, Leute. Sieht so aus. Also von mir aus sieht es so geil aus. Oh, dann, man sieht jetzt das Orange. Echt? Und jetzt hier habe ich. Ja, gell? Sassy. Show us my Lieblingssounds mit Jeremy. Stupid, what was happening? What was happening? I'm a savage. I'm a savage. Okay, das ist jetzt Christmas. Okay, bitteschön. Regina, willst du auch Bart färben? Jetzt werden wir Bart Nummer 2 färben. Regina, so. Ombre, was willst du? Lila und hellblau und lila. Okay. Ombre. Okay, jetzt kannst du deinen Bart anschauen. Are you ready? Wow, I look so. Oh mein Gott, das gefällt's dir? Ja, das sieht voll geil aus. Oh. Ich hätte die nächste Haare, ich würde weinen. Also, ich gehe jetzt meine Hände waschen, because this is looking a mess. Leute, ich wasche jetzt meine Hände. We see each other, wenn ich fertig bin.
Ich war den ganzen Vlog über eigentlich nur hier, was mich gerade auch total stört. I'm sorry. Ich werde jetzt ein paar Leute grüßen und dann werde ich das Video auch schon beenden, weil dann kann ich gleich den nächsten Vlog drehen und habe dann noch genug Speicherplatz. Weil wie ihr wisst, ich will mir eine Speicherkarte kaufen, aber wie gesagt, ich war sogar schon gestern in einem Geschäft und da gab es einfach keine Speicherkarten. Das hat mich einfach total abgefuckt, weil ich will einfach mal eine Speicherkarte mit 128 GB mehr nicht. I have to keep searching oder ich muss mir bald eine bestellen. Ich wollte jetzt gerade nur noch mal dazu sagen, bitte, bitte, bitte seid nicht traurig, wenn ich andere Leute grüße und euch nicht. Ihr werdet alle einmal drankommen und falls ihr nicht drankommt, dann ist es einfach nur, weil es zu viele Leute sind. Letzte Zeit kommentieren so viele Leute unter meinen Videos und es werden immer mehr Leute, die ich grüßen muss. Und das ist für mich echt ein Druck, weil ich so niemanden zurücklassen möchte. Und deswegen, Leute, bitte seid nicht traurig, wenn ich euch vielleicht nicht grüße oder denkt, ich ignoriere euch. Ich ignoriere niemanden. Ich like sogar eure Kommentare, wo ihr sagt, kannst du mich grüßen? Aber es dauert halt nur. Verliert nicht die Hoffnung, schaut einfach aufmerksam meine Videos und dann werdet ihr merken, ob ihr gegrüßt werdet oder nicht. Die Person, die ich jetzt grüßen werde, hat geschrieben, ich bin mehr Burger-Fan. Kannst du mich bitte im Video grüßen? Ich heiße Mariam. Ich wollte nur sagen, dass du richtig hübsch bist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hab dich ganz doll lieb. Dankeschön, dass du unter meinem Video kommentiert hast. Fühl dich gegrüßt von mir. 1000 Küsse an dich. Die nächste hat geschrieben, hi, bitte, ich gucke dich schon seit Day One. Oh mein Gott. Und ich mag dich so sehr. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Leondina. Danke, du bist fantastisch. Oh, voll cute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 1000 Küsse an dich. Ich grüße dich herzlich, Leondina. Kannst du mich bitte grüßen? Ich heiße Marina. Ich bin auch Afrikanerin und ich liebe dich und deine Art und deinen YouTube-Kanal und deinen TikTok-Account. Ich bin ein großer Fan von dir. Dankeschön, Dankeschön. Hab dich auch ganz doll lieb. 1000 Küsse an dich. Fühl dich ganz herzlich gegrüßt. Mariana. Mariana? Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu hinterlassen, dieses Video zu kommentieren und diesen Kanal zu abonnieren. Leute, Leute, wir sind 4000 Abonnenten bald. Ja, Leute, ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Bleibt gesund, bleibt glücklich und bleibt bad bitches. Period. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.